Seit Samstag. Seit Samstag ist er in Höchstschoss, ist ein Wahnsinn. Der Eli misst sich jede Woche. Ja, ja, der misst wirklich jede Woche. Ja, es ist der Leo und der Kudi nicht da, das sind die längsten, die fehlen. Ja, der Kudi, ja. Der Leo und der Kudi, die sind nicht da. Und so, dann ist nicht so viel Unterschied. Aber der Arian ist halt, auch so groß, oder? Arian, ja, oder der Patrick und der Arian sind auch. Ja. Der Botti ist auch noch größer. Botti schon. Botti, ehrlich gesagt, ist auch dick drüber noch. Elias ist aber auch nicht viel kleiner, aber der ist auch nicht mehr. Ja, heute ist super, ja, ist nicht zu heiß. Das Wetter ist geil. Der Dienst hat eine neue Frisur. Geht er wieder nachschneiden, der Jonas? Ich habe eh schon gesagt, das ist urlang dann. Ich weiß nicht, was er für einen Plan hat. Aber ihm hat das mit dem Boxerschnitt euch schon gefallen. Voll, na, weil ihm nichts mehr ins Gesicht hängt. Und weil er nicht mehr so Haare waschen kann. Das wäre ich auf jeden Fall mir frei. Okay. Deswegen habe ich es gesagt. Macht das wirklich spannend. Macht etwas fürs Torverhältnis. Spannend muss nicht sein. Oh ja. Ja, 3 IV. Wir haben immer weit vorgeschossen, das hat auch nie geklappt. Bei der FAC und da hat es einmal wenigstens geklappt. Es geht halt darum, dass man dann, wenn man schon so nach hinten, dann können sie direkt anpressen. Der 6er ist aber der 11er, der 10er, da in der Mitte die 2er ist auch nicht keine Lacke. Darf noch hier nach unten sein? Ui! Nein, das erste Mal war es gut, aber jetzt ist es knapp. Aber das muss ihm auch einer ansagen. Das müsste aber einer sagen, wenn er mit dem Rücken steht, kann er das nicht sehen. Hallo. Ist echt schwierig, das gibt mal was nicht. Das ist gut. Ja? Nein, das glaube ich nicht, oder? Weil das der Langhaarige ist. Weil der Langhaarige ist, dann noch ein Thema. Aber. Ja, dass wir die nicht auffressen. Mein Papa erzählt von dem Hocke. Das ist genau am Ameisenhügel. Ja. Bitte? Ich bin zwar Tierschützer, aber nicht bei Ameisen. Ich glaube, da gibt es Blut, da braucht man sich keine Sonnen machen, die Erhaltung der Art oder so. Nein, die sterben nicht aus. Ja, das schon, aber... Oh,
wirklich sehr viel warst. Ich war vorher gegen Rapid, da war ja. Aber nur zwei Elfer plus noch zwei Situationen. Ich habe mir gar nicht angeschaut, ich habe die Elfensituation noch einmal angeschaut. Also, so während Match, wie gesagt, waren alle ganz klar. Also, da war kein einziger Stritt. Ja, den ersten habe ich mir noch angeschaut. Okay. Und der war klar. Also, der arme Juli. Die anderen auch. Also, da ist auch der Simon vorbeigegangen, dann hat er ihn getroffen. Und beim anderen hat der Juli den Ball weggespitzelt und dann ist er drüber gekommen. Also. Das ist aber sehr feucht. Das letzte Mal hat er einen Freistoß gemacht, gell, gegen Klagenfurt. Ja? Ja, dann. Hat der Goalie in die Sonne geschaut? Zeit wird's. Ja, jetzt ist gerade keine. Jetzt ist ja eine andere Ausrede aussuchen. Wenn es eine Stunde ist, muss ich mal hin. Genau, zwischen die zwei runterkommen, leider. Das bin ich auch abseits gewesen. Wer hat das gewesen? Ja. Also ich glaube, Pressbälle hat er noch nicht viele verloren das Jahr, oder? Ah ja. Ich hole nicht. Na, sieh aus. Morgen oder Wochenende erst? So, morgen ist ja Freitag, Blödsinn. Wochenende. Und wem? Red Star. Sollte kein Problem sein. Oder sind die gut bei euch? Das Hinspiel habt ihr zu Hause auch gewonnen. Gegen Lars gesehen, dass das nichts heißt. Wobei der wenigstens ein paar große gehabt hat. Nein, ich hasse das.
So, der Bus, der dahin geht, ist gut. Aber wir müssen jetzt kämpfen. Ja, das ist gut, aber kann man das Feuer geben? Vielleicht ist er da. Ja, super, Eli. Super gemacht. Super, erster Kontakt. Schieß raus! Wie dann die Schwellung gekommen ist, hat man schon vermuten müssen, dass da ein bisschen mehr ist. Gut ist der! Selbst wenn er nicht gescheit getroffen hätte, hätte er nicht daneben gehabt, hätte er nur gerade müssen. Hat die Orientierung verloren, was da ist. Ja. Dann hätte er sowieso daneben gehabt. Jo! Müssen wir nächstes Jahr wieder so machen? Ich bin vier Wochen oder so bei meinem Erbe, bei der Enduntersuchung sozusagen. Und das war immer für die Rutsche, der die Eisen abgehabt, also du solltest eigentlich mehr Halt haben, aber ja, nicht. Da war halt nur einer das. Da muss einer sein. Warum ist der Flo jetzt eigentlich weggewechselt von Machersburg? Ja, das ist die Mannschaft auf der Welt. Der hat ja irgendwie 16 gespielt, das ist bei 15. Zurück an Jonas. Das ist gar nicht ungefährlich. Das ist nicht aus, sofort genau hinter dem Mann.
Das verstehe ich aber auch nicht ganz gut. Du findest ja Gegner. Nein, ein Moped, ja, der hat ein Taxi oder so. So ein alles, ja. Haben wir gekauft, das gefällt ihm gut, gut zu fahren. Aber ist im Prinzip ist er Wahnsinn. Weil wenn ich am Verein neu grinst, dann stimmt noch. Immer, immer. Die WM unten aufkommen, die MSV 2020. Und der Postkurzin sagt, so machen wir es. Genau. Und wird gegründet. Achso, ja, nein, das schon. Also das letzte Mal haben wir, also vor zwei Wochen haben wir es erläutert, dass ich nicht so gesagt habe. Aber war noch nicht fix, ob es kommende Saison schon sich ausgeht, nein, das Spiel, oder eben noch nicht. Ist jetzt mittlerweile schon fix, okay. Wobei es für uns gut ist, weil ein Flosser Verein, der 16, das ist auch für uns nicht so in der Reserve. Die erste wird sich nicht ausgehen. Die sind schon stark. Ist das Landesliga, wo er spielt jetzt? Ja, die sind voll. Landesliga, ja, aber Landesliga ist schon, glaube ich, nicht so ein schlechtes Niveau. Also, da ist das Tempo und die Füße ist schon nicht so ohne. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Wo ist denn das dann gibt er da mal eine mit und das ist dann, weißt du, da kommt dann der Frust oft dazu und das ist dann auch nicht so lustig. Das halt ändern, ja. Es ist aber schon durch. Und dann steht ein Passus drinnen, dass es in der Burgenland-Liga als einzige Liga, ja, Burgenland, als einzige Klasse, keinen Absteiger geben muss. Okay. Weil da kannst du mir dann einen nehmen, so einen neuen Verein, und dann steigt der andere an. Na ja, klar. Das geht ja auch nicht. Das geht halt unser Fix, ich muss sagen, wie jetzt dann kämpfen gegen einen Abstieg. Okay. So dass man drin ist. Das hat nicht bleibt, ja, aber jetzt wenigstens auch was dafür. Wir haben einen guten Trainer schon engagiert, für nächstes Jahr den Franz Trainer, den Westfalen. Ja, ja. Der wird der Trainer von der ersten jetzt. Das ist der Trainer, wie der heißt. Ich bin immer ganz sicher, dass der für den Trainer das so klar ist, oder was interessiert. Ja, das geht's immer ganz klar. Ja? Ich merke einfach bei vielen Spielern, die ich betreue, die sich dann, auch wenn sie wieder fit sind, schwer tun.
Ja, du bist, auch wenn du ausgeheilt bist mit Corona, bist du nicht gleich fit. Bei Innenverteidiger war er der Konstantere. Er hat auch ein paar Fehler gemacht. Aber der Paul, was der bei der Austria war, der war der, an dem Tag, finde ich, der definitiv unsicherere. Der bei der Austria war, von der Wiener Linien zur Austria und dann zu Rapid gegangen. Wie wir aber schon weg waren. So ein blonder, langer. Nein, das ist der Vitus. Das ist der Stürmer. Aber ist wurscht. Nein, alles von 13. Außer 13. Schauen wir mal die Austria-Aufstellung an. Da gibt es ja von unserer Zeit her. Hat der Alex auch. Der Luis spielt jetzt auch Effenberger, der Isajovic. Ja, aber der Isajovic hat eine Zeit lang jetzt auch wenig gespielt, jetzt momentan spielt er wieder mehr. Gut geschossen. Ja, ja. Ja, der Dings hat nicht gespielt letztes Mal. Der war ja nicht von unserer Zeit. Von unserer Zeit. Der Stefan spielt teilweise, glaube ich, bei den Größeren. Der spielt in der 16, aber auch Ersatz. Ja, genau. Und der Leu, also der Weißgerber Dormer, Ja, aber jetzt was das, das sind wieder Chancen. Ja, das Spiele. Einmal hat er dazwischen gespielt? Ja, aber 5 Minuten. Ich glaube, dass er ein Vorbereitungsspiel beim Union Mauer, da hat er Technik gekommen, hat er dort gemacht und aufgeklickt und war verloren. Aber was, weißt du? Habe ich vergessen. Es gibt Unterschiede, was die Pfeife immer gesagt haben, da war es immer was anderes. Also war nicht bei uns auf das Ziel. Boah, bist du narrisch. Das haben wir auch wieder, ohne was zu sagen. Wo schießt er denn auch weg? Ja.
uns auch nicht miteinander geredet. Nein, ja, aber trotzdem war es der Urschöner. Hey. Oh! Was? Doch, dann ist jemand den Affen geschossen. Fünf Spiele. Ja, noch nicht viele große, aber zumindest so das Joe. Kennst du das von Wolli? Ja, den Spruch habe ich auch schon mal gehört. Was? Schaut. Ui, der Rena. Made me Kopf erst. Ich mach dir auch einmal. Hallo, hallo, servus. Ui. Was? Achso? Ja, okay. Der war ja da. Ja. Nein, aber ich glaube, er ist nur zu 16er gegangen. Ja. Ich weiß nicht, ob er dann bei unserem Match ist. Jesus. Aber er schafft es. Schaut nicht gut aus. Ja. Ja, aber nach Ottawa. Genau, der hat einen guten Platz gehabt. Hm? Auf den Schuss. Ah, schaut. Ja, aber man kann ja mal gehen. Nicht nur auf der Bar. Oh! Wie ist hier, Jonne? So, jetzt komm. Das ist ein Fehler, Jonas. Wir brauchen bei den Standards mehr Kerze, oder was? Ja, genau. Schön im Schritt erwischt. Schön im Schritt erwischt. Wenn er sowas wie im Herbst dann. Ich würde gar nicht zu ihm gehen an dem seiner Stelle. Aber das ist okay. Ja, so ja. Oder vielleicht der Stelle. Ich hab's überlegen noch. Oh! Jawohl! Ja, vom Stange ist er wieder raus. Super. Das haben wir schön.
Ja, ja, vom Stang ist er wieder raus. Aber das ist immer. Luca gesagt, er mag ihn mit links schießen. Hat er mir gesagt, er will, wenn er von rechts schießen, mit links probieren. Okay, super. Hat aber nicht. Nein, nein. Das ist kein Trainer. Bislang liegt jetzt der Phantom vorbei, auch noch. Raus, genau. Aber Farbe für uns kann jetzt nicht pfeifen, wenn dann nur kann er kirisch oder so. Ein Schier, ja, der Kind. Ja, was ist mit dir? Weil der am Kärnten am Boden liegt und, unser, und er gibt in uns die Richtung des Freistoßes. Aber es sind beide gegen. Nur ist unser aufgestanden. So wie es kommt auch vor. Ja. Och, der geht auch davon abseits. Nein, die stören nur den Torwart beim Ein. Die gehen zum Torwart, dass sie ihn ein bisschen irritieren. Dann gehen sie wieder raus. Ja, ja. Und dann rennen sie schnell vier. Dann rennen sie wieder, genau. Sehr, sehr gut, Schiri, danke. Schiri ist unser bester Mann. Ja, schade. Marki, der war aber nie draußen. Der war nie. Ja, eh, das ist noch peinlicher, dass der daneben steht. Der steht da dort. Der war gar nicht draußen, der Ball. Der Idris, ja, der ist stark, der läuft viel, stimmt. Er hat doch nicht angeschrien, bitte, gebietet. Er macht keinen Kopf und schreit auch. Ja, du vielleicht. Du denkst dir das so laut. Jetzt
Auf Brusthechen. Ja, nicht der eine im Ball und du nicht. Gescheiter. Das ist beide. Der rät zurück. Ja, Schiri, hast du die Karten vergessen? Sehr gut. Ah, schade. Gibt es da noch auf? Und gleich drauf. Ah, shit. Jetzt kommt er hin, ohne dass er reinstecken muss. Na, du kannst so lange drin darfst nicht stehen. Drauf oder drüber? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie es. Aber drüber nicht. Aber dahinter kannst du stehen, das ist egal. Also, wenn der Ball ist. Ach, wenn es schnell geht, du hebst ihn auf und wirst gleich. Nein, er hat ihn angeschossen und vom anderen ist er dann zu ihm gegangen, aber trotzdem schon wieder. So viele Was glaubst? Schaut gut aus. Schon wieder der Fünfer! Na. Sagen wir einfach der Fünfer. Ja, aber der zurückgerät hat vorher beim Kittel. Also, wenn wir sagen, wir einfach der Fünfer. Ja, schade. Das ist so eine Situation. Das ist jetzt auch nicht, was ich
der Strömung, ob es jetzt war, weiß ich gar nicht. Bin ich nicht sicher. Wenn wir in der Zeit haben, kann ich mich nicht mehr in der Rolle auf uns und ein paar Sätze mit dieser 30-Jährige. Achso? Nein, er macht ja nicht so ernst, dass ich verletzt oder so. Aber er hat ja gesagt, er hat super. Komm, gehen wir rein damit. Gut, hinten kommt der noch einer. Schieß! Okay, hau rein. Oh! Du musst laut schreien. Nur weil der Kleine ist, dass er was soll er machen. Das ist ein Schick gespielt, alles. Jetzt hat wirklich nichts gemacht. Das war einfach mit Körper reingegangen. Das war gar nichts. Ball wegspitzeln mit dem Körper rein. Ich habe einen super gehabt. Beide Haupt und zwischen die zwei. Ein Pass. Wunder! Was war jetzt? Was war? Ich hab's nicht gesehen. Richtig blöd drauf. Am Rücken. Ich könnte ja die Burschen ist nicht gut, wenn der Kerl zerbricht. Dann ist eh nicht von der Welt und sieht es nicht. Die Familie mit dem Polster. Das stimmt. Also, wir müssen auf den Hund gehen. Genau. Sie darf euch so quasi schon viel aber essen tun sie halt so gut. Und das Einkaufen ist jetzt zu teuer. Ja. Jetzt zwei Katapeter rechts, fressen euch die Haare von. Ja, das stimmt. Na ja gut, aber der war ja wirklich schon fast da. Auf 16er ja, fuhren. Aber wenn ihn der Alex berührt hat, ab da, wo der Alex berührt, darf er laufen. Und früher halt schon nicht gelaufen, oder? Nein, das nicht. Eben. Nein, das war jetzt der Gegner, der den Kopfball hat. Mir tut jeder Kopfball nicht. Ich lese nur die Schuhe. Mama? Mama? Bitte? Hm? Hier hinten?
Kerze. Ja! Der zweite Assist. Der zweite Assist. Zweite Assist. Hast du es auch? Natürlich. Der war schwer. Den kann man ja, aber der ist ewig in der Luft gewesen. Wohl verkehrt, Herr! Ich verstehe nicht, warum der Linienrichter so weit weg ist. Ja, mir soll sie bewegen, damit er näher ist. Du bist durch drei durch. Ja, das war schon mal gut, ja. Fuß am rechten Knöchel mit dem guter Trick, aber. Ja, ist wirklich ein Wahnsinn. Zuerst haben sie mal Star hervorgetan, gell? Ich finde, der Trauner, der schaut so unrund aus. Wenn ich den Lauf und Zuschauer kriege, ist langsam ist er auch genau. Aber jetzt sind die jetzt wieder dabei, der ganze Leiter beim Lastenrad. Aber jetzt kommt die jetzt wieder einberufen. Normalerweise ist er gerade mit dem Kopf so schlecht gefühlt, aber das hat er dann so unsicher. Die gelbe Karte und dann der...
Gut, Bache. Super, Bache. Schön, oder? Gott sei Dank, dass dem endlich wieder was aufgeht. Der verdient sich auch so. Müssen erledigt. Gut, jetzt sollte das gewesen sein, oder? Hoffe ich doch. Noch nichts. Wir machen wieder das Schreien. Das war der Alter. Das war der Alter. Ich denke, der
den Rekord gemacht, aber hat er nicht für die Austria gezogen? Oh ja, ja, ja. Eben, ja, ja, ja. Aber Asi Sofa hat er Backen. Geht schon, Patrick! Simon. Ah, das ist der Fünfer. Dem glaube ich gar nichts mehr. Wir müssen immer nehmen. Elfer! Wenn es kein Elfer ist, dann muss es zumindest eine Ecke sein. Das war der Urschrei. Der Urschrei der Unzufriedenheit mit Schiri. Dann ist es doch nicht aus. So, dann ist es doch nicht aus.
Das stimmt. Aber ich meine, was der, wenn du da Tor kriegst, ist trotzdem deppert jetzt. Jetzt können wir machen, dass das hoffentlich da jetzt noch die Spielminuten sammeln. Wo gibt es jetzt den Franz aber hin? Franz ins Mittelfeld auf die 8 oder was? Der Franz. Ja, ich weiß schon. 10 8, ja. Achso, und der Kittel auf die 8, ja. Das geht auch, ja. Schau, der 15er ist sicher kleiner als ich, oder? Der 10er ist sicher kleiner, der 15er wird ungefähr gleich. Das ist gemein. Schon wieder der Fünfer. Ja, wieder der Fünfer. Immer der gleiche Herr. Immer der gleiche, oder? Ob ich euch schick gefallen. Da wieder Karten völlig. Oh. Aber wieder Urlaub aus dem Kleinen. Ecke. Eine Uhr, glaube ich. Ja.
Ja, ja. Das haben wir vor zwei Wochen jetzt gekriegt, dass wir eigentlich nur selten vom Ab und zu mal hinschießen. Ja. Ecke! Die Oma schaut ihnen nicht zu, weil sie immer so nervös wird, wenn es eng ist. Da kriege ich Herzrasen. Ich bin nervös, weil er wenig, dann kriege ich Herzrasen. Aber beim Eli kannst du das ist eigentlich egal. Okay. Bei dir gibt es keine Tabelle. Ja. Aber am Samstag gewinnen sie. Müssen es aber viele gute Kunden. Schießt ihn an! Weißt du, was mir passiert ist jetzt, Sascha? Weißt du, was mir passiert ist letztens? Weil am Samstag war ich mit Jonas Tennis spielen. Und? Hast du verloren? Nein, ein Satzerl hat er mal. Das erste Satzerl. Wie geht das? Ich habe eine total schwere Hand gehabt. Ist nichts gegangen, wirklich gar nichts. Und dann ab dem ersten, also ab 4-0 oder was, war er vorne oder 4-2 oder irgendwas. Dann habe ich nur mehr versucht, ihn rennen zu lassen, dass er blamiert wird. Und die anderen? Na, den zweiten und den dritten habe ich dann 6-1, 6-0 gewonnen. So, da war ich dann wieder drin. Aber, aber der erste, da hat er mich überrascht. Da ist er nämlich gleich voll draufgegangen und ich habe schon seit einem halben Jahr wieder nichts gespielt gehabt. Und der dürfte da jetzt ein paar Mal gespielt haben. Irgendwie. Ja, die haben, gespielt also, haben, gell? Haben sogar Turnier gespielt und so. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, dass er mal lad tut, wenn er so viele Millionen auf der Bank hat. Ich glaube, er kommt drüber hinweg. Der Boris oder was? Oder ja, das Team. Ja, das auch. Auch jetzt hat es wieder. Am Klavier. Ja, was schieben? Das hat er gesagt, 300, oder?
Ich weiß nicht, ob er jetzt auf den Achter geht, ja? Der Jonas spielt jetzt Achter. Im Juli ist er auch rausgegangen. Wer ist denn jetzt reinkommen? Kudi. Auf was? Statt wem? Statt Sie, also Simon ist raus. Im Juli ist auch rausgekommen. Simon und Kevin. Der ist bald raus. Wow! Ja, das war gar nicht schlecht. Der war nicht drinnen zuerst. Das ist ja doch. Oh, der hat nur einen Innenverteidiger. Ach so, ja, der macht ja den grünen Schluss immer. Bei dem wir erst noch so den Knaller gemacht haben. Zuerst vorher war es so kühl. Stimmt, war alles nicht so. Jetzt steht so. Ja, aber heute ist ganz extrem, glaube ich, weil der Schuss so wechselt und so, weil es halt relativ entschieden ist. Also auch Bock drauf ist es. Okay, du hast schon ein bisschen Glück, das war so gut. Aber Simon, mit der normalen Phase. Ist der Stefan ist aber nicht verletzt, oder? Oder wieso war der bei dir massieren? Oh ja, schon. Ist der auch verletzt? Ein bisschen so schmerzhaft. Muskulär. Ja. Okay, mit links direkt. Ja, vor allem, da hat er jetzt im Bogen in den Gegner einen gemacht. Also das kann ja fast nicht funktionieren. Gut, Cody. Geschirre, macht keinen Spaß. Jetzt habe ich vergessen mitzufilmen. Was? Nein, das habe ich jetzt nicht mitgedreht, weil es so fasziniert war. Es ist. Bei mir dort auf der WU. Gibt es eine Foucade eh? Ja, ja. Cola Light gibt es auch. Cola Light mit der Stütze. Das ist so kommerziell. Das ist, was diese Stelzen gibt, diese großen. Teuer für
mäßige Qualität und die mäßige und schlechte Qualität, Eingeschenkt. Aber die stellt sich schon mit dem Schweizer Haus. Auch die Rohscheine. Genau, die Kartoffelbuffer. Die gibt es jetzt noch mit Schweine. Jetzt haben wir jetzt eine dran. Mit Bärlauch. Ist so. Statt Knoblauch. Also dran. Ja, nicht so stark. Ja, aber gut. Ist das einfach alles Zeit? Hast du? Ja, das ist da früher bin ich, ja, früher bin ich dort hin. Weil dort im dritten Raum, ja, klar. Gut! Wo hast du schade. Oh ja, weil ich bin ja dort ins Gymnasium gegangen. Ich bin in die Bahavi-Gasse gegangen. Ja, genau. Da bin ich geboren. Wirklich? Ja, das war die Rudolfstraße. Ja, ja. Früher hat schon dieses moderne Gebäude. Das große noch gegeben. Auf der anderen Seite von der Bahavi-Gasse waren mehr als ein paar. Da ist jetzt diese Schwesternschule da. Und ist daneben nicht drin. Ich darf nicht so, ich muss nicht ausgehen. Wissen Sie ja jetzt, was für Position spielen, ich glaube, nein, oder? Bei 3-0 kann man das richtig spielen, oder? Schon so beim Vater und also schon in der Nähe von der Abfahrt. Ja, ich weiß das, aber die hat eine neue Wohnung, ja. Ja, ja. Ah, jetzt wohnt sie irgendwo ganz oben. Ja, ganz oben. Ja, die haben wir vorher auch gewohnt. Ja. Aber das ist, ich weiß nicht, das ist genau oberhalb vom Vater, aber ich glaube, es ist dort schon sehr gut. Zu viel Schwung erwischt. Gut auf Zeit spielen, aber. Das machen die Gegner gut. Da würde ich mich auch verstecken. Prinzipiell war hier. Warum machen wir so einen komischen Pass da? Der Wolf am Flugzeug sieht, dass sie das nicht ausgeht. Spät reagiert, das hat man auch gesehen, dass der dazwischen rennt. Der Zug spielt hätte ich ein bisschen ins Watschen gekriegt. Aber das ist wirklich so ein Kumpel. Also sie gegen die Starken sind gegen die Starken sind es stärker. Ungenaue Spiel, viel weniger Kampf. Als trotzdem 3 Punkte. Ja, nein, aber. Wenn es aufgeht. So aber wir haben halt auch schon mal gegen Schwächere verloren. Wir haben mal 6-7-0 gewinnen, dass du ein bisschen was fürs Torverhältnis machst. Ich habe jetzt auch mal. Nicht getroffen gescheit. Kudelka. Ja, der Kudi hat ein bisschen zu lang jetzt. Das ist ja nicht so.
war das daneben. Das ist normal. Ja. Das gibt es ja nicht. Das gibt es nicht. Wieder bald kommen ist direkt abschließen. Was wartest du da an? Ist das man vielleicht naja, und da muss man vor das ist, das war im Vorfeld. Dafür kann man es wurscht sein, welches es ist. Ja, der Joni geht rein, der. Der hat da wenig, ja. Respekt. Schon stärker wie die anderen. Jetzt ist sie weit. Wieder voll am Dings. Ja. Jetzt der gute, jetzt schauen. Ja, genau. Okay, man. Ah, die haben später angefangen, schon erste Hälfte, um gute 3-4 Minuten. Aber die spielen ja auch 45. Ja, ja, schon. Aber sie haben trotzdem schon 75. Ach so? Komm mal jetzt. Wie geht das? Ja, erst halt die 45 kann. Das kann sein, dass kurzer Halt macht, damit das auch. Das ist schön. Das ist schön. Schauen mit den Augen, da ist also schon der Wiesner. Groß und ganz ist es auch ein Passspiel, hoch, flach, weit, kurz, relativ sicher. Ich denke, da noch einen Mehrzug ist auf 30 Blut. Aber spielt auch nicht so regelmäßig. Ne? Bitte? Nein, sie haben jetzt U15, dann U16 und dann eben die 18er, die es zusammenkriegt. Ja. Und sitzen kannst du drinnen, wenn es draußen nicht gut genug ist. Dann bauen sie auch allein Leinwand aus. Ja, das spielt halt gut. Hat wenig zu tun, aber. Auf der Linie. Und vor allem der Rätsel wirklich.
Mach ein Foul am Potti eigentlich, oder? Eigentlich schon ein bisschen. Der Ball, Potti hat sich dreht und der hat entzogen, dass er nicht am Ball bleibt. Vier Spieler noch? Erste Hochzeit hat er schon gehen. Nur freust du dich am Fußballspielen? Schicken Gotti, schicken Gotti! Ah, der ist nicht gut. Ich wollte nicht. Aber er ist im Nachkränder ein paar Mal. Also ich werde jetzt auch schlafen, weil er sieht das nicht so genau. Weißt du noch nachgespinnt? Du, kannst du meinen Kampf? Die zwei höchsten Parameter. Ja, ja, das ist. Wenn er im Ring steht, kein einziges. Wie ist das dann? Kannst du dich so eine coole Musik drunter legen? Irgendwie so. Weißer Hai. Die Fans wollen halt immer, weil sie die Stadionstimmung haben. Ja, die Stadionstimmung, aber sie hören immer nur den Sascha. Das ist das Problem. Ja, aber solche Leute sitzen halt im Stadion. Aber ich könnte da so mal einen Mitschnitt machen bei der Playstation, dass du auch Stadiongeräusche. Ja, genau. Und das, oder das gibt es sicher im Internet, oder? Stadiongeräusche runterladen und die einspielen. Jetzt geht's nicht mehr lang nach. Ja, ja, das war gut heute. Wie viele Matches sind noch? Zwei sind noch. Austria und Admira, ne? Und bei mir ist noch. Sie sind noch drei. Ich noch Austria, Rapid und Redstone. Papa, ich habe noch Austria und Rapid. Du hast noch Austria und Rapid, das stimmt, ne? Also, Teilweise hat der Schiri Entscheidungen, die verstehen beide Seiten nicht. Und da geht mir jetzt ja am Ball blieben, warum gibt es das Foul? Absolut, aber das kann's hören. Oder heute mit nach Wien und morgen das. Ja. Also nein, morgen hat er keine Schule, haben die Schulautonom, haben sie frei. Bei Eli auch, oder? Ja, ja. Ja, ja. So, weil von mir, da hat die eine Tochter frei, die andere nicht, weil sie die andere Schule haben. Aber nicht alle. Okay. Ist der erste Torschuss? Ja. Ich glaube schon, oder? Gut, nein, einen Freistoß haben sie gehabt. Nein. Aber der war ja auf Tor. Nein, der war knapp daneben. Aber das kann man als Torschuss zählen. Ja, gleich muss er viel spielen am Jonas.